Ich will zu drei Themen sprechen. Erstmal nochmal ein Nachklapp zur Nominierung von Herrn Steinbrück als Kanzlerkandidat. Zweitens zur geplanten Obel-Schließung und drittens zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU. Erstmal Steinbrück. Wir haben am Wochenende Teil 2 des hannoveranischen Beifallswettbewerbs erlebt. Der SPD hat ja bekanntlich gewonnen, indem sie ihren Kandidaten etwas länger beklatscht hat. Aber sie hat damit auch ihr Schicksal an einen Mann gekettet, der in erster Linie für eine Umverteilungspolitik zugunsten der Banken und Finanzindustrie durch seine praktischen politischen Entscheidungen steht. Er hat eindeutig Steuergeld zugunsten der Banken umverteilt. Es ist nicht zu übersehen inhaltlich, dass der Kontakt mit Gewerkschaftern und Parteilinken auch bei Steinbrück zu einer deutlich sozialdemokratischeren Orientierung inhaltlicher Art geführt hat. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit soll in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt werden. Aber Steinbrück hat in mehrfacher Hinsicht ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das erste Problem, er hat als Person ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er die ganze Zeit als Finanzminister für ein anderes Politikkonzept gestanden ist. Er steht nach wie vor zur Agenda 2010. Er hat nachweislich die Bankenlobby Gesetze schreiben lassen zur Steuerpolitik, die sie selber betroffen haben. Eigentlich ein unerhörter Skandal. Er hat weiterhin keine glaubwürdige Antwort darauf, mit wem er eigentlich eine Politik der sozialen Gerechtigkeit machen will. Die Machtoption bleibt offen im Raum stehen, da Grüne und SPD zusammen keine Mehrheit im Bundestag haben. Und er hat drittens das Glaubwürdigkeitsproblem, dass sie zwar morgens immer die Politik von Frau Merkel kritisiert haben, aber nachmittags allen Maßnahmen zugestimmt hatten, sei es den Plänen zur Bankenrettung, sei es den Plänen zur Euro-Krisenlösung oder sei es sogar bei der Rüstungspolitik, bei dem Verschicken von Soldaten in Krisengebieten. Die Leerstellen bei Steinbrück sind ebenfalls nicht zu übersehen. Er hat es nicht geschafft, in einer zweistündigen Rede sich zu einer lebensstandardsichernden Rente zu bekennen oder auch der Angleichung der Ostrenten an das Westrentenniveau. Hier bleiben noch viele Leerstellen oder in manchen Punkten sogar eine Mogelpackung übrig. Die zentrale Frage wird aber sein, wie soll eine Politik der sozialen Gerechtigkeit ohne die Linken durchgesetzt werden? Wie gesagt, SPD und Grüne haben keine wirkliche Machtoption aus heutiger Sicht. Gleichzeitig wird aber eine Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen. Das passt nicht zusammen. Wenn sich eine Partei alle Optionen offen halten will, von der Großen Koalition bis sogar eine Regierungsbeteiligung der FDP, dann wird sie unglaubwürdig, wenn sie gleichzeitig die sozialen Inhalte in den Mittelpunkt stellt. Wir bleiben dabei, ohne Beteiligung der Linken wird es keinen Politikwechsel hin zu einer Politik der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland geben. Wer die Linke ausgrenzt und ausschließen will, wird nicht glaubwürdig sein bei einem Projekt, bei einem rot-grünen Projekt, das ja auch ein Stück weit fehlt, des Politikwechsels. Zur Schließung des Obelwerks. Die Schließungsdrohung steht seit Monaten im Raum. Die Begründungen sind mehr oder weniger lächerlich, dass hier zu alte Maschinen oder zu unproduktive Anlagen sein sollen, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Das sind hier klare Managementfehler gemacht worden über Jahre, die jetzt auf dem Rücken der Belegschaft, erneut auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen werden, aber jetzt mit dem totalen Verlust des Arbeitsplatzes und der materiellen Existenz von Tausenden von Leuten. Das wird für die ganze Region dramatisch sein, nicht nur für die direkt betroffenen Beschäftigten selber. Die Schließung ist eine Katastrophe für Beschäftigten und Region und muss verhindert werden. Die Politik hat hier mehr oder weniger zwei Wege, die sie einschlagen kann. Entweder sie macht die Werksschließung so teuer,
dass sich das Obelmanagement das nochmal überlegen muss, zum Beispiel mit einer Werkschließungsabgabe von 3 Jahresgehältern pro Beschäftigten, das teuer macht, hier Tausende von Leuten dem Arbeitsmarkt zu überlassen. Oder der für uns bessere Weg, man überlegt ein neues Konzept für Obel. Wir erleben einerseits natürlich die Überkapazitäten auf dem Automobilmarkt. Wir erleben gleichzeitig Unterkapazitäten im Bereich der öffentlichen Mobilität. Und wir bleiben dabei, es sollte ein runder Tisch eingeführt werden unter Beteiligung der Belegschaften, der Gewerkschaften, aber auch der NGOs, ob aus Obel nicht tatsächlich ein Mobilitätskonzern gemacht werden kann, vielleicht sogar unter öffentlicher oder Belegschaftskontrolle oder sogar öffentlichem Besitz oder Belegschaftsbesitz, der gefördert wird und wo zusammen eine gemeinsame Perspektive für das Überleben von Obel erarbeitet wird. Ich glaube, hier sollten keine Denkverbote praktisch gelten, sondern wir sollten da richtig neue Modelle denken, weil sich in der Krise von Obel auch eine ganz große Krise der Automobilindustrie insgesamt andeutet. Die Überkapazitäten werden auf Dauer nicht nur durch Exporte in die Schwellenländer nach China oder Russland zu bewältigen sein, sondern in der Tat müssen wir neue Wege gehen. Im Übrigen sind es auch erste Andeutungen der verfehlten Krisenlösungspolitik von Merkel für die gesamte EU. Wir haben immer gesagt, diese Art von Krisenlösung wird wie ein Bumerang nach Deutschland zurückkehren und bedroht jetzt auch hier Arbeitsplätze. Opel ist ganz sicher der extremste Punkt, aber wir haben auch zuvor Einsparungsprogramme bei Siemens, bei Daimler in Stuttgart und vielem andere gehört. Das sind ja nur die Schlagzeilen der DAX-notierten Betriebe, aber das wird natürlich fatale Folgen auch für die Zuliefererbetriebe, für kleine und mittlere Betriebe haben. Und in der Tat kommt die Problematik der Arbeitsplatzangst dann nach Deutschland selber stärker zurück. Wir werden ganz klar an der Seite der Obel-Beschäftigten stehen. Wir gehen davon aus, dass die IG Metall und die Obel-Beschäftigten für den Erhalt des Standortes kämpfen werden. In diesem Kampf wird die Linke ein verlässlicher Partner für Beschäftigten und für die Gewerkschaften sein. Zur Verleihung des Friedensnobelpreises für die EU. Wir haben das immer als unberechtigt kritisiert, aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, dass insbesondere der soziale Frieden in der EU nach innen keinesfalls gewährleistet ist, sondern gerade schweren Schaden nimmt. Die Polarisierung zwischen Arm und Reich nimmt zu und die sozialen Unruhen in ganz Europa nehmen zu. Zweitens sind viele dieser Maßnahmen nicht demokratisch legitimiert. Wir schreiben in Verträge mit Ewigkeitscharakter fest, dass demokratisch gewählte Regierungen in Europa nichts mehr zu sagen haben, egal für welchen Kurs sie gewählt werden. Und drittens kann niemand den Friedensnobelpreis bekommen, der zu den größten Waffenexporteuren der Welt gehört. Jede Waffe findet ihren Krieg. Jetzt erleben wir gerade, dass in Krisengebiete Waffen exportiert werden, in undemokratische Länder, zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Das alles dient nicht zur Erhalt des Friedens, sondern im Gegenteil. Damit werden die Kriege der Zukunft geradezu produziert. Und deswegen halten wir daran fest, dass es berechtigt ist, Kritik an dieser Maßnahme zu üben.